Logbuch des Kapitäns, Oberleutnant zur See Anton Reisdorf, 28. August 1939. Die Lage ist angespannt, es liegt was in der Luft. Hitler will wohl ernst machen gegen die Polen, die sich immer noch weigern, seinen Forderungen nachzukommen. Alle Welt fragt sich, ob England und Frankreich erneut die Füße stillhalten oder diesmal doch eingreifen würden. Morgen laufen wir aus zur erneuten Patrouillenmission. Währenddessen weitere Trimmübungen, Tauchtests und simulierte Tauchangriffe. Wer weiß, ob es diesmal bei Übungen bleibt. Das Boot hat inzwischen einen Namen: Lotte. Der LI hatte die Idee und die Männer entwickeln sowieso eine sehr persönliche Beziehung zum Boot. Für mich ist es egal, wie sie das Boot nennen. Hauptsache, meine Männer sind frohen Mutes. Ich muss sagen, ich bin verdammt stolz auf sie. Sie alle geben ihr Bestes, um aus der Technik alles herauszuholen. Wir sind als Fahrer dieses Boots die Elite der Kriegsmarine. Nur ein Dutzend dieser Bootstypen gibt es bisher. Ginge es nach Dönitz, wären es schon Hunderte. Aber unser Führer will lieber auf große Pötte setzen. Ich kann das gegenüber den Männern nicht zeigen, aber innerlich bin ich nervös. Falls es wirklich bald zum Krieg kommt, müssen wir uns beweisen. Und darauf hoffen, dass Lotte uns nicht im Stich lässt.